ever since I was a kid. Oha, die Narbe. Bruder, das Schiff sieht immer ein bisschen komisch aus, Digga. Wenn die Augen schwarz sein, wäre schon viel besser. Warum haben die so einen Türken angenommen? Was Türke? Das ist Brasilianer. Das gleiche. Kann der Capoeira? Wo war's, Bruder? Was? Was, Bruder? Ah, das hört scheiße laut. Ein türkischer. War was? Ein türkischer. Ich hab gelesen, ein türkischer Ozeanbereich, Digga. Oha. Na, oh, Digga, Name sieht richtig gut aus, Digga. Oh, sieht auch richtig geil aus, Digga. Oh, Lissab sieht richtig geil aus, hast du gesehen? Ja, er ist Türke. Was sind Türken? Der ist Afrikaner. Alle sind für mich Türken. Alle sind Türken, Digga. Der ist Deutscher. Oha. Eminem. Ui. Ich okay. Ich weiß nicht. Die Kum-Kum-Boss sieht ein bisschen komisch aus. Ja, sieht komisch aus. Nicht im Anime. Aber an sich, die Kostüme sehen gut aus, finde ich. Ja. Ab 31. August auf Netflix. Oha, Digga, auf let's Netflix go. Sogar. Ja. Okay, Digga. Guck mal. Ich finde, der Cast ist gut gewählt. Die Charaktere. Man hat auch schon vorher gesehen, die haben sich richtig reingesteigert und so richtig geübt und so. Wo kann sich Schwertkampfszene? Hier. Zorro? Ja. Dieser zum Beispiel finde ich gut aus eigentlich. Ja. Und die haben auch so versucht, seine Anime-Moves so ein bisschen nachzumachen, hat man schon gemerkt. Hier, ein türkischer Ozean. Hier ist Sanji. Boah, das ist Sanji, Digga, what the fuck? Sanji. Thanks, Digga, what the fuck, was Sanji? Sanji? Ah, Digga. Buggy, Digga, sieht aus wie Joker, Digga, what the fuck? Der ist ein bisschen... Sein Gesicht, weiß ich, passt. Nicht sein Gesicht, sieht normal aus, aber... Diese Bartstoppeln, Digga, let's go. Die Haare, die waren ja, irgendwas war breiter im Original, so, you know? Dein Gesicht war breiter, oder nicht? Ja, aber später wird's dünner. Kommst du also später ist eigentlich, ich glaube, mit dem Kostüm war es irgendwie breiter oder so bei ihm am Anfang. Weiß nicht. Ich dachte, der Kopf wäre breiter. Mir ist direkt am Anfang aufgefallen, ich dachte, am Anfang... Das sieht so dünn aus, ne? Ja. Crush, Digga, direkt so. Ruffy sieht gut aus eigentlich, Digga. Aber jetzt sieht das Schiff gar nicht mehr so schlimm aus der Szene, so. Irgendwie. Aber man hätte schon besser machen können, das Schiff, finde ich. Oh, die Baratie, Digga, let's go. Ja, sieht alles eigentlich ganz gut aus, Digga. Guck mal, ich sag so, es kann richtig fett enttäuschen noch. Aber es kann auch ganz okay werden, also ganz gut werden, so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Digga, wenn es rauskommt. Kriegt ein Like, Digga. Und wir kriegen die deutschen originalen Sprecher, Digga. Ah, geil. Gibt's eigentlich seit Folge 1 und bis Ende immer die gleichen Sprecher? So ja, außer bei Zorro, weil der Synchronsprecher ist gestorben bei einem Dingsunfall. Wollte schon sagen, so. Digga, bei Dragon Ball ist auch noch dieselbe Goku-Synchronsprecherin seit 1900 irgendwas und die ist 90 irgendwas Jahre alt. Die originale Ruffy-Synchronsprecherin ist auch irgendwas mit 90. Synchronsprecherin? Ja, also im Japanischen. Die Männer werden... Wird bei Goku auch eine Frau gesprochen? Ja. Gohan und Goten auch. Und was? Die werden alle von Frauen gesprochen. Ja. Aber warum machen die? In Japanisch machen die es immer gefehlt. Ja. Bei Naruto auch. Aber es klingt gut, Digga. Ja, ja. Passt, finde ich. Ich glaube, die können es einfach gut nachstellen, Digga. Ich finde es krass. Ja, aber oft fangen die ja mit den Kinderrollen an. Kinderrollen werden oft auch im Deutschen von Frauen gesprochen. Und dann, wenn es sich ergibt für den Charakter, dann hat es halt weiter geklappt. Wahrscheinlich, denke ich mal so. Weil die. Personen, die Charaktere, die ich kenne, die von Frauen gesprochen werden, haben oft als Kinder angefangen in der Serie. You know? Okay, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Trailer fandet. Wie gesagt, ich habe meine Meinung schon gesagt. Kann gut werden, kann schlecht werden. Der Trailer hat viele gute Szenen, aber auch so viele, naja, Szenen. Mal gucken, wie das alles wird. Ich werde, denke ich, auf die Folgen reacten. Mal gucken, wie ich das mache. Ich bin ja wahrscheinlich auch im Urlaub. Plus, man kann ja die Folgen jetzt nicht auf Twitch oder sowas live zeigen. Aber meine ganzen Live-Plattformen sind natürlich in der Beschreibung verlinkt, aber auf YouTube streame ich auch oft. So, aber ja, wenn neue Infos dazu kommen,
Hier werdet ihr mehr davon erfahren oder auf meinem TikTok-Account in der Beschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Leute.